Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde DayZ. Und heute machen wir die Fortsetzung von der 5. Episode, was glaube ich. Und wir werden jetzt erstmal Novi Sobor hier durchsuchen, indem wir ja letztes Mal uns ausgelockt haben. Und gucken wir mal, was daraus wird. Ich habe gerade eben schon Schritte gehört. Also bin ich mal lieber vorsichtig. Und hier sind überall die Türen offen, die haben wir nicht aufgemacht. Okay. Gibt's hier überhaupt Türen? Ja. Schönen guten Tag. Wir sollten vielleicht gucken. Oh. Ja, da immer wieder kriege ich es immer wieder hin, die Leute zu vergessen. Das macht nichts. Natürlich spielen wir heute mit dem Kai. Wie immer. Bei DayZ. Also bis jetzt. Das hatte ich jetzt irgendwie als Selbstverständlichkeit angesehen, aber natürlich sollte ich dich vorstellen. Das reicht. Verdammt, Mensch. Ich schäme mich jetzt schon. Gut, dann lasst uns mal voranschreiten. Oh ja. Das ist die korrekte Art und Weise, es auszudrücken. Ja. Oh, achso, hier, das ist die. Ich habe die CR-27 Carbine dabei. Okay, ja. Vielleicht war es deine. Ja, vielleicht hast du die irgendwie gesehen. Ja, du hast sie nämlich nicht in deiner Hand. Du hast nur deine Hände. Warte mal. Ich habe meine Hände in meiner Hand. Bleib mal stehen. Warte mal. Sofort, ja. Ja, das ist die Luft- und Liebewaffe von letztem Mal. Jetzt haben wir wieder den tollen Wegsteckbug. Ah, okay, und dann hole ich mir erstmal die Canned Spaghetti. Ich hab eh keinen Platz mehr. Okay. Ich meine, ich wollte ja vorsichtig sein, aber innerhalb von wenigen Sekunden habe ich die Vorsichtigkeit schon abgelegt, schon wenn es das gibt. Ja. Okay, also ich habe noch Essen und Trinken bei. Ja, ich habe auch. Essen und Trinken satt. Essen ist nicht gekocht, ist das Problem. Echt? Ach, du meinst, das Fleisch dabei oder wie? Okay. Dosen habe ich auch noch ein bisschen dabei. Das sollte reichen fürs Erste. Ja, die Carbine habe ich jetzt hier liegen lassen. Die hätte eigentlich auf dem letzten Server schon irgendwie liegen bleiben müssen. Hat sie aber irgendwie nicht. Sie wollte mir nicht Folge leisten. Egal. So, jetzt dürft ihr mir hier, wollte gerade sagen, 10 Minuten zuschauen, wie ich aus diesem Schweinestall hier rauskomme. Mal gucken, so, okay. Gut, weiter geht's. I hear zombies. Oh. Put the cookie down. So. Ich glaube, ich dachte gerade, hier wäre nichts drin. Ich glaube, ich lasse mal hier ein paar Road Flares. Geil. Weil es einfach besonders gut aussieht. Warte, ich hab auch noch. Wollte eigentlich gerade eine fallen lassen, jetzt ist sie. Liegt sie hier. Nee, nicht nehmen. Auf dem Boden. Light. Wunderschön. Ein bisschen Disco-Flair hier reinbringen. Oh ja. Das ist eine gute Idee. Kann man das eigentlich aufladen? Also sie unterschiedlich weit werfen? Oh ja, das weiß ich nicht. Ich habe das selber noch nicht so ganz verstanden. Ich probiere das mal aus. Alter, also, was macht der jetzt mit dem Gewehr? Oh nein, schau mal, ich habe jetzt ganz lange auf G gedrückt und ich schmeiße jetzt mal ins Gesicht. Wow, sie haben mir vorbeigeflogen. Ja, sie fliegt glaube ich schon ein bisschen weiter, wenn man ein bisschen länger drauf bleibt, aber ewig weit geht's nicht. Ich weiß nur mal raus. Mal gucken, wie weit sie fliegt. Wir fallen so natürlich auch gar nicht auf, also. Nein. So. Los, Zombies. Geht der Roadflare hinterher. Macht uns unsichtbar. Ja, das ist doch recht. Okay, die ist bei mir ein bisschen laggy gefallen. Oh ja. Das haben sie noch nicht ganz hinbekommen. Okay, also innerhalb der Testumgebung funktioniert das scheinbar prima mit diesem Werfen von Elementen, aber auf den Servern leckt das ja nur rum. Ja, okay, ich habe auch meine Einstellung relativ hoch. Okay. Ja, wobei das ist, glaube ich, ein Server-Performance-Problem. Ist ja serverabhängig hier mega. Genau. Kirche? Ne, ist keine. Okay, gut. Ja, ich sehe schon, wir werden hier gleich umgenatzt. Ja, bestimmt. So wie ich das, Ich bin ja eh voll der Noob eigentlich. Meins hat es noch nicht. Ich bin immer aus allem raus. Ich bin eigentlich immer wie die Schweiz, aber. Oh, ja, ja. Das ist ein neues Testament. Echt? Gleich mitnehmen, wenn wir noch Platz haben. Da kommt ein Viech rein, wollen wir ganz kurz. Kannst du das Viech umklöppeln? Ja.
Dann nehme ich hier. Nein! 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 Lauf weiter. Der hat die Waffe wieder weggesteckt. Ja, warte, ich hole meine Axt raus. Alter. Hat sich nichts geändert, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Spackt immer noch so rum. Vorsicht, ich dich auch. Ja, ja, ich gehe ein bisschen aus dem Weg. Sehr gut, sehr gut. Der müsste umfallen, oder? Fall um. Ich krieg Treffer und der nicht, oder? Ich krieg Treffer und der nicht, oder was? Ey, hallo? Warte mal. Ja, geil, jetzt blutig. Dann lauf mal, lauf mal, lauf mal. Warte, ich kann mit meiner Pistole sonst abknallen. Gott, ich hab grad voll daneben geschossen, ja. Okay, dann hab ich wieder nicht gehört. Dann hab ich also schon wieder das Problem, dass ich das nicht höre. Seltsam, aber ich glaube, es liegt nicht an dir. Und auch nicht an mir, sondern es liegt, glaube ich, irgendwie. Hier ist es gerade ein Bug oder so. So, ich lade mal kurz nach. Geradeaus zur Tür rein, oder wie? Oder hörst du ihn nur? Weiß ich nicht, ich blute immer noch. Oh. Okay. Dann warte ich mal hier. Ah ne, oh, ja, der Server leckt derbe. Jein, ich glaube, es liegt an der Stadt momentan. Dass wir hier drin sind, ist nicht förderlich. Ja, pingmäßig eigentlich stimmt. Ne? So. Bist du wieder, wie soll man sagen, bei voller Kraft? Ich bin wieder gefixt. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns hinausstürzen. Ich bin nicht mehr healthy, Moment. Oh, okay. Ja, wir sollten hier auch nicht allzu viele Viecher erschießen. Was wir in den letzten paar Folgen gemerkt haben, ist, dass es einfach eine Art Strom aus Zombies plötzlich entsteht. Da kommt mir schon wieder eins hinterher. Okay, warte, ich komm. Schau mal. Bleibt jetzt wieder stehen. Oh. Ah! Wie viele Tode muss ich sterben, damit der mal nicht stehen bleibt in irgendeiner Folge? Ja, okay. Der hat mich getroffen, obwohl ich... Echt? Obwohl ich hinter ihm stand. Ja, genau so ging es mir gerade in der Kirche. Ja, weil das kam ja nach dem Patch von Experimental auf Regular kam ja, oder auf die Standardversion kam ja eigentlich nichts mehr. Also jetzt in der normalen Version. Ja. Was ja wiederum bedeutet, dass sich eigentlich hier nichts verändert hat. Wir wollen auch mal nicht auf den ersten besten und jeden schießen, den wir sehen, sondern erstmal vielleicht versuchen zu reden, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt. Wenn the possibility ist the possible. Yeah. Ja, ja. Ich hab dich leider verloren. Noch mal ganz kurz, ich bin oben im Haus drin, an dem du gerade vorbeiläufst. An dem roten, okay. Ist da jemand draußen? Ich höre da gerade was. Der bin ich am Auto. Okay. Ich mache nochmal eine Dose auf und esse nochmal was. Wow, irgendwo ist auch ein Zombie, der auf mich zurennt. Oh. Das hatte ich jetzt auch noch nie, dass ich mit meinem Can-Opener die Dose nur zu 9% öffnen kann, sozusagen, beziehungsweise nur 9% rausbekommen. Ich bin oben im Haus. Okay, ich esse gerade noch. Ja, ich sehe dich. Gut, okay, wir können wieder raus. Hier sind nur Karten. Oh, ja, hier, nur Karten? Was wenn du die brauchst. Oh, noch ein grünes Leuchtstäbchen. Willst du das auf dem Boden kurz liegen lassen, oder? Weil ich will es kurz mal... Ja, ich will mal kurz sehen, ob ich das sehe. Aus. Ja, okay, dann habe ich es aber... Ich habe es übersehen, mehr nicht. Okay. Ich dachte, ich sehe vielleicht manche Objekte nicht. Ah, ja, stimmt. Ja, möglich ist. Also wenn man diese... Es gibt eine Grafikeinstellung, die du verstellen musst, damit Objekte früher oder später laden. Oh, hier hat es eine Police. Da sollte man vielleicht noch kurz reingehen. Ja, genau. Und Vorsicht. Die sind ja immer gern... Ja. Stimmt. Ich nehme mal die MP5 in die Hand. Schwer zu sagen. Ich kann einen Kompass rausholen, wenn du willst. Aber die ist hinter dem Haus, wo wir gerade eben drin waren. Jetzt musst du nach rechts, nach rechts. Ich höre jemanden, der hat mir nachgeladen. Oh ja, dann rede. Bist du dir? Vielleicht redet er. Bitte? Okay. Du rennst an mir vorbei, ne? Mhm. Wo meinst du es? Hier drin. Oh, da. Okay, fuck. Der schießt. Don't shoot, please. Hello. Let's talk. Are you friend? Friendly.
Don't shoot. Oh, don't shoot. Let up a zombie. What's your name? What's your name? I'm speaking German. Be careful, there's a Z behind you. Luca? Der Tobi? Ja Mensch, was für ein Riesenzufall. Was für ein Riesenzufall, dass wir dich hier treffen. Gut, du kannst jetzt auf den... Du kannst jetzt auf den TS kommen. Jetzt sollten wir den Zombie davor noch auslöschen. Der Tobi, ja. Okay, gut. Er rutscht weg. Dann lass uns ihn kurz beschützen. Ja. So, jetzt ist er da. Der Tobi. Hi, YouTube. Also spielen wir jetzt auch mit dem Tobi zusammen. Ist unglaublich, gell? Was wir alles so mit Magie hinbekommen. So, hier ist ein Seil. Hatten wir nicht mal einen Ashwood-Stick oder sowas, mit dem wir einen Bogen bauen konnten, wollten? Ich wollte mal einen bauen, aber ich hatte... Wir wollten welche suchen, haben aber keine gefunden. Okay, dann nehme ich mal trotzdem das Seil mit. Und wir müssen noch das Fleisch braten. Ist ja ein Wunder. Ah, okay. Können wir mal gucken. Soll das vielleicht was binden? In der Richtung in den Ofen oder so. Ich habe einen SKS-Clip gefunden. Yay. Oh, stimmt. Hä, warte mal ganz kurz. Eine Magnum? Ach, SKS, okay. Nicht. Okay. Es gibt nämlich jetzt auch mittlerweile... Hier oben liegt eine SKS, falls wer will. Okay. Ja, wenn du mitkommst, kannst du auch die neue Waffe ausprobieren, Tobi. Die habe ich da hinten liegen gelassen. Ja, genau. Mit Mark? Nee, aber du hast ja eins. Das ist das gleiche Magazin. Würdest du sie nehmen? Ich trinke? Nee. Die wird mit SKS Kugeln. Nee, aber man braucht dafür ein Mag. Das ist das Magazin. Nein, das ist nicht das Magazin. Das wollen wir es ausprobieren? Ihr Magazin. Ah, okay, das kann natürlich sein. Okay, dann hast du wahrscheinlich recht. Ich habe mir da mal ein Video im Internet drüber reingeschaut. Okay. Ist jemand draußen vor der Polizei? Ist jemand vor der Polizei? Ist jemand vor der Polizei? Nein, ich bin drin. Okay, gut, da ist jemand. Tobi, komm mal kurz her, aus dem Raum raus. Komm aus dem. Ja, renn echt. Oh, wer ist denn das da draußen? Ich bin im Raum. Stopp, wo ist Tobi? Wow. Das habe ich gerade gesehen, ja. Du wolltest hier gerade das Video zuklicken. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Wenn du jetzt nochmal Spaß haben willst, dann klickst du hier auf eins dieser beiden Videos. Oder suchst dir ein anderes von unseren Videos raus. Die versprechen ja Friede, Freude, Eierkuchen und Spaß ohne Ende. Ne? Ja, wenn du darauf keine Lust hast, kannst du auch Daumen runter, Daumen hoch, Kommentare, Abonnement da lassen, falls hier, Subscription. Aber auf jeden Fall, hab Spaß. Gell? Bis zum nächsten Mal.